Hi und herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Filmen leicht gemacht. Im heutigen Video sehen wir uns das Thema Greenscreen an. Wofür brauche ich einen Greenscreen? Wie gehe ich damit um und was muss ich beachten? Das sehen wir nach dem Intro. Greenscreens gibt es in verschiedensten Formen und Größen. Zum Aufklappen und Auffalten für zu Hause bis hin zu riesigen Greenscreen-Studios für professionelle Filmaufnahmen. Aber wofür brauche ich denn eigentlich einen Greenscreen? Und zwar, wenn ich einen Hintergrund digital austauschen will. Und dafür gibt es nicht nur einen Greenscreen, sondern auch einen Bluescreen. Aber warum ausgerechnet Green und Blue und nicht Gelb oder Rot? Das kann ich euch erklären. Bei einem gelb- oder roten Hintergrund würde man zum Beispiel Probleme bekommen mit Hautfarben oder auch Haarfarben. Denn diese Farbtöne findet man durchaus in der Haut, in Haaren und teilweise auch in Klamotten wieder. Deshalb benutzt man einen Green oder einen Bluescreen, weil diese beiden Farben meist einen sehr, sehr hohen Kontrast zu unseren Aufnahmen haben. Denn dann bekommt man in der Postproduktion das bestmögliche Ergebnis beim Color Keying, wenn ich den Hintergrund austauschen will. Was muss ich aber noch beachten bei Aufnahmen mit Greenscreen und Bluescreens? Und zwar das Einleuchten. Ein Green und ein Bluescreen sollte möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Das heißt, man sollte zuerst den Screen an sich einleuchten und möglichst mit streuendem Licht, dass ihr keine Schatten und eine homogene glatte Oberfläche habt. Und dann leuchtet ihr euch oder das gewünschte Objekt zum Aufnehmen separat nochmal ein. Was wir auf jeden Fall noch beachten sollten, ist der Abstand zum Greenscreen. Und warum? Wegen dem Spill. Was ist der Spill? Spill ist zurückreflektierendes Licht. Wäre ich jetzt nah am Greenscreen, würde ich das Licht, das auf den Greenscreen scheint, reflektiert bekommen. In meinen Klamotten, auf meiner Haut, in meinen Haaren. Und das würde das Color Keying in der Postproduktion unglaublich schwer machen und das Ergebnis verschlechtern. Deshalb ist die Zielsetzung, die möglichst besten Aufnahmen schon in Kamera zu produzieren. Hier haben wir die False Colors benutzt, um die gleichmäßige Ausleuchtung des Greenscreens zu kontrollieren. Aber nochmal einen Schritt weiter gedacht, und zwar bezüglich der Vorproduktion. Wenn möglich, sollten wir schon im Vorfeld wissen, welchen Hintergrund wir digital ersetzen wollen. Denn die meisten schönen Hintergründe sind situationsbedingt. Das heißt, sie wurden aus einer bestimmten Perspektive, mit einer bestimmten Brennweite und bei einer bestimmten Lichtsituation aufgenommen. Und genau diese Aspekte müssen wir dann auch auf unsere Aufnahmen adaptieren. Stellen wir uns einmal vor, wir tauschen den Hintergrund aus und dieser Hintergrund hat eine ganz angenehme Abendstimmung. Aber wir leuchten uns als Objekt ganz stark und gleichmäßig aus. Das wird zwei ganz unterschiedliche Lichtstimmungen geben und wir werden kein homogenes, schönes Bild am Ende bekommen. Aber es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen und vor allem beim Thema Greenscreen muss man ausprobieren und viel lernen. Deshalb probiert euch aus, macht Testaufnahmen, spielt mit Lichteinstellungen, Brennweiten und Perspektiven und übt, übt, übt und nicht vergessen, Spaß dabei zu haben. Vielen Dank in diesem Sinne für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video zu unserer Lernvideoreihe Filmen leicht gemacht.